Was geht ab, Freunde? Und willkommen zu einem neuen Video von Will to Life Online. Diesmal die Quest Distillator. Und wie ihr links oben sehen könnt, haben wir sogar schon zwei Materialien gefunden. Aus Zufall, denn wir haben Sun Spiders gefarmt und dort sind wir an einer Tankstelle vorbeigegangen. Sondern nicht mal die übliche. Wir sind zu D38 gegangen. Und ja, dort werden wir jetzt auch hingehen. Natürlich habe ich mich vorbereitet und für euch den schnellsten Weg herausgesucht. Den werden wir jetzt auch gehen. Huch. Wenn ich nicht irgendwo hängen bleibe. Ja. Nee. Genau. Was haben wir in der gesamten Zeit gemacht, da wo keine Will to Life Online Videos kamen? Wir haben ganz einfach gelevelt. Wir sind Level 30, beziehungsweise Danias Love ist Level 30, beziehungsweise 34 sogar schon. Ich bin Level 30, Century, der in meinem Community-Clan mit drin ist, der ist Level 27, sogar glaube ich 28. Und ja, ich nehme dieses Video für morgens auf, denn für morgens sind wenig BSler unterwegs. Und ja, so. Ich habe mich für die VSS entschieden, denn sie macht auf schnellstem Weg wirklich sehr guten Damage. Kommt natürlich auch drauf an, welche Monster, aber ja, die kann man auch ganz gut hochleveln. Meiner Meinung. So, wir laufen jetzt den Weg hier runter. Dann gehen wir hier lang. Und klettern hoch. Könnte ein bisschen dauern. Licht können wir ausmachen. Zeig euch natürlich trotzdem die Spots von den Dingen, die wir gefunden haben. Logisch. Vorweg, man müsste Large Medikits mitnehmen. Cider ist halt immer gut. Anti-Red wäre halt auch nicht schlecht. Genug Munition, ne? Ja. Und wenn es geht, ein Scope für Fernkampf. Dort ist ein BSler wahrscheinlich abgetaucht jetzt. Wir gehen, wenn ihr hier rauskommt, gehen wir direkt rechts lang. Wir gehen hier lang. Dann gehen wir, jetzt muss ich erstmal überlegen selber, hier geradeaus. So dass ihr auf der Karte immer geradeaus kommt und dann sind wir hier schon draußen. Wenn es geht, weiß nicht, ihr könnt auch einen, sagt schon, eine Gasmaske mitnehmen, aber ich denke mal, hier sollte keine Radioaktivität sein. So, dann seht ihr, wir sind genau hier. Und am Anfang dachte ich, okay, ist die Fuel Station hier. Bei F576. War sie aber nicht. Die ist bei D38 beziehungsweise 1. Und dort müssen wir aufpassen. Hier sind, ihr seht, die ein oder anderen Leute vorhanden. Die können wir, wenn wir ordentlich treffen würden, auch nach und nach ausschalten. Sollten wir auch, denn diese machen wirklich sehr gut Aua. So, ich glaube, schon. Wir haben natürlich keine Ausdauer, ne? Deswegen nehmen wir jetzt einen Cider. Und checken das Ganze mal ab. Es könnte sogar sein, dass innen drin in der Tankstelle noch einer ist. Ich glaube aber nicht. So. Hier hitten wir mal an.
Könnt auch den Loot einfach mitnehmen. Von denen ist manchmal ganz gut. Ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Oh ja, gut. Ja, wie ihr seht, also... Hier. Besseren Loot. Ist nur einer. Und dafür die Medikits, ne? Freunde? Komm schon. Ja, der hat mich gesehen. Alter, spiel jetzt nicht mit mir. Ach du Kacke, okay. Ich weiß nicht, von wo der kam. Waffe wechseln. Ja. Mal hochheilen, ne? Deswegen auch die Short-Distance-Waffe, Freunde. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Dürfte jetzt clean sein. Bisschen aufpassen, wie gesagt, müsste. Ja, am besten man geht vielleicht mit der Confed Armor hier rein. Also es ist schon, doch, es ist schon sehr knackig. Wenn man das jetzt mal so betrachten würde. Also hier in der Ecke findet ihr die Box, die Storage Box. Und dort ist das Kaliumacetat drin. Ein MTE. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Dann gehen wir. Ein bisschen müssen wir aufpassen, ne? Ist nichts drin. Manchmal haben die auch echt Scheiße. Also hier in dem Haus ist nichts drin. Zeige ich euch direkt. Ich glaube, in dem Auto war noch einer, ne? Oh, hier. Ja, gut. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, was wir von denen kriegen. So, hier oben in der Storage Box findet ihr einmal, ich glaube, entweder das Thermometer oder das andere Teil, was ich nicht aussprechen kann. So ein Ding ist es. also wirklich zu 100%. Dann. Ja, ist okay. Probiert. Ja. Dort sind wir gestorben. Perfekt. Von einem Pistol Guy. Weil ich zu viel wollte.
So, hat er uns erstmal ausgelacht, aber scheißegal. Lass mal wieder nachdenken hier. Kommt von hier, also gehen wir geradeaus. Passiert, Freunde. Wenn man halt ein bisschen gierig ist nach Loot und so, ne? Kriegt man eigentlich von dem. Oder Fall. Boah. Jetzt nichts weltbewegen, das kann man reparieren und verkaufen. Ich glaube, die Reparaturkosten. Ja. Das ist keine verbesserte Variante, deswegen. Ach, dort hinten, ja. Gut. Da sehe ich ihn jetzt auch. So machen. Also, wenn man halt nicht wirklich viel mitnimmt und ein Glück reingeskillt hat, also ich habe zum Beispiel ein Glück reingeskillt, verliert man natürlich auch weniger, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass man was verliert, ist halt geringer. Sandspider, ja. Und in der Clan Armor, also in der Confed Armor, könnt ihr auch zwei Plates reinmachen. Vorne und Rücken. Das kann man, glaube ich, bei der Chitin nicht. Korrigiert mich, wenn, wenn ich da falsch liege. Genau. So. Natürlich. Oh, cool. Holen wir unseren Stuff wieder. Ja. Komische Scheiß. Leere Bottle. Was ist egal? So. Denn einmal hier hinter findet ihr, glaube ich, drei große Large Medikits. Genau. Dann. Könnte es sein. Ich weiß nicht, ob der dann direkt spawnt. Hier drinnen findet ihr das andere Teil. Den Thermometer, glaube ich. Mit. Oh, das. What the fuck? Okay. Ja, ja. Yay. Ich weiß nicht, ob die nachgespawnt sind, oder? Ich glaube, die sind nachgespawnt. Yep. Ah, okay. So wollt ihr also mit mir spielen, ja? Ja, die sind alle nachgespawnt. Okay. Dann spielen wir dieses Spiel. Ich nehme jetzt so viel Zeug mit, wie es geht. Fuck. Ja. Bisschen Glück gehört auch dazu, ne? Ja, ein bisschen Action hier. Was mich halt wirklich stört, ist, dass man sich hier nicht so zur Seite lehnen kann. So.
Kommt die Meldung Dauerspam oder was? Hier ist natürlich nichts Interessantes. Meiner Meinung nach. Vielleicht kriegen wir hier noch mal. Ne, kriegen wir nicht. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, habe ich mir gedacht. Wird auf jeden Fall spannend. Vor allen Dingen im Sinne von. Dort. Leute. So. Was? Wo ist denn der jetzt? Eigentlich wollte ich hier nur weg, ne? Jetzt wisst ihr auch, warum ich so viele Medikits mit hab. Nur wegen dem Scheiß. Ich meine, klar, könnten wir jetzt auch einfach sagen, ja, lass uns umbringen. Ist aber nicht so ein Zweck für mich. So. Und wenn es geht, würde ich wirklich gerne heile wieder zurückkommen. Eben nicht. Gut, Goldkette haben wir auch. Egal. Und dann gehen wir jetzt zurück. Das haben wir, das haben wir. Alkohol haben wir auch. So, hier einfach fallen lassen. Kriegt er eh keinen Fallschaden, deswegen alles entspannt. Hier einmal weg. Dort einmal weg. Ja, ich sag mal so, die Goldkette wäre schon ein gutes Plus gewesen. War jetzt aber auch keine Bedingung, das irgendwie zu kriegen. Wir können das vielleicht auch so machen, dass ich euch das einfach zeige nochmal, wo man. Dahinter. Wo man den Alkohol herbekommt. Bin ich da drüber, wenn man hier nicht so ein Movement-Krüppel ist wie ich. Genau. So, hier in der Storage-Box einmal reingucken. Dort findet man noch den Alkohol, den Red Burger. Zweimal Cider, das nehmen wir noch gut mit. Mal Licht anmachen, sonst verirre ich mich hier. Bin hier wieder am Rand. Kennt er ja das Prozedere. Hier einmal rüberspringen. Und dann müssen wir, glaube ich, noch einmal Wasser kaufen.
Wasser können wir von ihr hier kaufen. Wasser, genau. Einmal. Dann gehen wir hier zur Chemical Station. Fuel Tablets. Kreieren wir. Eine Minute. Gehen wir nochmal zum Stash. Kann ich euch auch mal die Plant Storage kurz zeigen. Also es lohnt sich wirklich. Du hast hier einmal einen Tab mit 1000 Kilo. Du hast hier einen Tab mit 1000 Kilo. Und du hast hier einen Tab mit 1000 Kilo. Und du hast nochmal deinen privaten. Von daher ist das ganz nice. So, das können wir mal gleich zerstören hier. Und hier auf dem Clan Storage kann halt jeder zugreifen. Jeder Sachen reinpacken. Ja. Genau. Und da sammeln wir halt immer bestimmte Dinge. Wie Essen und hast du nicht gesehen. Sortieren das ein. Genau. Das zum Beispiel. Nee, das nicht. Das hier auch. So. Und dann, ich glaube, pro Clan-Level, na, beziehungsweise nicht mal pro Clan-Level, sondern pro Skill kann man diesen erweitern. Ja? So. Nehmen wir mit. Dann haben wir alle drei Sachen. Und dann gehen wir, ich glaube, zu Herman zurück. Freunde. Bist du das? Nee. Ist es nicht. Kyra, bist du das? Nope. Muss ich wirklich mal überlegen, von wem hatten wir denn das? Erstmal alle abklappern hier. Oszillator. Everything is okay. I managed to find thermometer and condenser. Where were right? You were right. Everything is found in the gas station. Genau, und damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Quest. So viele Quests haben wir gar nicht. Und also haben wir gar nicht mehr, außer noch Coastline. Ja. Und ansonsten sind wir eigentlich mit Will to Life Online fast durch, was Quest angeht. So, und dementsprechend werden dann halt auch keine Videos mehr kommen. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst. So, und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Quest. Bis dahin, haut rein.